MotoTV 22 Power bei MySport, MyStory. GP Ice Race 2020 hier in Zell am See. Und wir haben den Veranstalter, den Ferdinand Bosche hier. Ferdinand, eine Wahnsinnsrennstrecke, die ihr hergebaut habt. Ja, es war natürlich viel Arbeit. Der Hermann, unser Streckenmeister, ist seit Mitte Dezember am Arbeiten. Und jedes Mal, wenn es kalt genug war, und es war zum Glück diesen Jänner so, dass jede Nacht Minusgrade waren, und dementsprechend haben wir ganz gut Eis aufbauen können. Über 100 verschiedene Fahrzeuge und teilweise natürlich auch mehrere Leute auf einem Fahrzeug, also so Vater-Sohn-Teams zum Beispiel, ist natürlich super, weil irgendwie dieses Familiäre vom Motorsport dann eben auch, was uns beim Ice Race extrem wichtig ist, dann rüberkommt. Tolle Prominenz, ihr habt den Stig Blomqvist schon gesehen. Ja, ich glaube, unser Vorteil ist, dass es nicht so riesig schwer ist, die Leute zu überzeugen, dass Autofahren mit einem Skifahrer hinten dran auf Eis lustig ist. Und dementsprechend kommen die Leute in Scharen und es freut uns natürlich riesig, vor allem wenn es dann solche Namen sind, wie du gerade gesagt hattest. Ja, wir freuen uns morgen. Kommt vorbei. Es beginnt morgen ab 11 Uhr hier in Zell am See und wir möchten Sie recht herzlich begrüßen bei diesem Eisrennen und Skiring hier beim GP Ice Race in Zell am See. Ferdinand Bosche freut sich, wenn ihr kommt. Auf jeden Fall riesig. Über jeden.